Was hat uns in den letzten Tagen besonders beschäftigt? Liebe Handwerkskolleginnen und Handwerkskollegen, wir haben eine Konferenz beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit begleitet, in der es um die Ausgestaltung der Härtefälle in der Energiepreisbremse geht. Es muss eine Ausweitung bei der Preisdeckelung auch auf andere Energieträger, wie zum Beispiel Öl und Pellets, geben. Gestern hatten wir dann die Gelegenheit, mit Staatssekretär Kellner aus dem Bundeswirtschaftsministerium längere Zeit zu diskutieren. Es darf keine Ungleichbehandlung bei der Besteuerung des Preisdeckels zwischen juristischen und Einzelunternehmen geben. Dieser droht aber momentan. Wir haben das ganz deutlich artikuliert. Er hat uns zugesagt, dass die Bundesregierung daran arbeitet, dass eigenerzeugter Strom nicht besteuert werden soll und auch von den Entgelten befreit werden soll. Das sind wichtige Schritte, wenn die Energiewende gelingen soll. Er hat erzählt, dass die Bundesregierung an einem Investitionsprogramm arbeitet für kleinere Handwerksbetriebe. Das sind wichtige Schritte. Und heute konnten wir dann der Presse entnehmen, dass wohl die Preisbremse zwar im März umgesetzt wird, aber entsprechend unserer Forderung schon ab Januar gelten soll. Wir hoffen, dass das keine Ente ist. Und deswegen lassen Sie uns den Beginn der Weihnachtszeit miteinander gut gestalten und immer daran denken, das Handwerk hält zusammen.